Tag Vater. Was machst du hier? Jeder hat die Pflicht, nach seinem Gewissen zu entscheiden. Das hast du immer gesagt. Ich brauche dich nicht, Lena. Wir kommen allein zurecht. Ich werde immer mit dir und um dich kämpfen. Ferdinand ist da. Du hast Fronturlaub. Auf euch Frauen. Ihr seid das Rückgrat unserer Ordnung. Frauen, Kinder, Greise, Polen, Juden, Russen. Erschossen Schluss! Haben wir sie. Schluss! Sie müssen ihre eigenen Gräber schaufeln. Auf Fahnenflucht steht die Todesstrafe. Ich muss dich melden. Du würdest mich zum Tode verurteilen? Nein. Ich liebe meinen Bruder und bin unschuldig. In ewiger Verbundenheit, dein Heinrich. Helga! Wie soll das hier weitergehen? Nur Kriegsgefangene und Fremdarbeiter. Das können die nicht machen! Nicht mit Kolei! Franzosen müssen der Schutzmacht, müssen dem Roten Kreuz gemeldet werden. Ostpreußen wird gehalten bis zum letzten Mann. Wer geht, wird mit dem Tode bestraft. Ich verlange absolute Loyalität. Ich bin kein Knecht. Wir gehen erst, wenn alle Platz haben auf den Wagen. Kann ich mich auf Sie verlassen? Für Ihre Leute und für meine. Mit 20 Kriegsgefangenen gefährdest du das Leben aller. Ich habe ihm mein Wort gegeben und ich werde mich daran halten. Kommt nicht in Frage, nein! Wir alle tot! Wir alle мертвецы, вы что, не понимаете это, а? Wir gehen allein. Bravo! Fahr sofort. Lena! Vicky ist weg. Vicky! Ich werde jetzt alleine losreiten und Vicky suchen. Du musst den Dreck leiten. Das kannst nur du, Lena. Du allein bist jetzt verantwortlich. Vater, das schaffe ich nicht. Doch, Lena. Du bist stark. Und jetzt geh, mein Kind. Es ist die Stunde der Frauen. Wir ziehen. Das große TV-Event. Die Flucht. Jetzt als DVD und Buch im Handel.